dass so viele hier erschienen sind. Das Wetter macht ja heute auch mal mit. Zur mittlerweile, ich glaube, es ist die 25. Friedensmahnwache hier in Saarbrücken. Weiß jemand genau, 24, 25? Ja, also für die, die zum ersten da sind, erstmal da sind oder die, die sich fragen, was wir hier machen. Jeden Montag ab, bisher immer geplant, 18 Uhr, real, so 18.30 Uhr. Ging's los. Die Mahnwache für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit hier in Saarbrücken. Jeder ist herzlich willkommen. Heute ohne Eröffnungsrede, die haben wir schon des Öfteren gemacht, ist jeder herzlich willkommen, der ja, in der Lage ist, friedlich für den Frieden einzustehen, denn Frieden ist der Weg zum Frieden. Und an Programmen haben wir gar nicht viel geplant. Wir haben Instrumente dabei, dass wir auch ein bisschen Musik zwischendurch machen. Der eine oder andere hat eine Rede. Ansonsten, wo ist das Schild? Da, ihr seht's. Wir haben die größte Strecke in Open Mic. Das heißt, jeder kann und darf gerne hier etwas sagen, seine Gedanken, wie wir es irgendwie schaffen, hier eine friedliche Welt auf die Beine zu stellen oder auch, was ihn daran stört, was uns alle irgendwie gerade daran behindert, dass wir eine friedliche Welt auf diesem Planeten hier kriegen. Die Hauptthemen sind nach wie vor auch eine freie, ehrliche, objektive Presse, da die zumindest steht nur für mich, meiner Meinung nach nicht mehr gegeben ist in diesem Land. Ich weiß ja nicht, was die alle machen, aber es ist nicht unbedingt recherchiert oder objektiv dargestellt, was so in der Welt passiert, sei es in Gaza, sei es in Bolivien, sei es in der Ukraine oder auch hier im eigenen Land. Ja. Von daher, das ist ein Punkt, wo wir sagen, wir wünschen uns eine wirklich offene, freie, objektive Berichterstattung in der Presse. Ein zweiter großer Punkt ist das Geldsystem, kann man auch immer wieder erwähnen, da unsere ganze Gesellschaft halt auf dem Geld basiert. Und wir uns einfach mal bewusst werden können, dass das Geldsystem keine naturgegebene Macht ist, sondern wir, die gemacht haben, das Geldsystem. Und in diesem System eigentlich oder einfach ein paar Fehler drin sind, die uns alles Leben schwer machen. Das muss nicht sein. Das ist ein weiterer Punkt, warum wir hier sind. Und der dritte ist schlicht und einfach, wir wollen den ersten Weltfrieden provozieren. So.